was bisher geschah in Far Cry Primal. Uta takar schwadar sustugistar dagua ulkai kaida winjara bandar squarpeti yequa sanguar. Mas urusumar. Nu, magis guardijat, guanan yaudan, takar, jauharsh. Sehr langer Ladebildschirm. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry hier auf YouTube. Ich begrüße dich und wie du siehst, hier oben, hallo. Hier oben rechts in der Ecke befinde ich mich. Ja, wir sind live auf Twitch, siehst du hier unten gerade on air. Ja, wir nehmen wieder ein paar Folgen auf im Live-Let's Play. Und mein Gott, es ist schon wieder lange her, wo ich Far Cry gespielt habe. Fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Da kullert schon wieder irgendwas rum. Ah, ja. Na gut, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich schau nochmal eben bei, ach guck mal an, Fähigkeiten, dann können wir Pünktchen vergeben. Ich lasse es aber trotzdem mal. Dorf, selten hier schaut. Stimmt, da war was. Höhlenbärenfell wollten wir sammeln und Nordton. Da kann ich mich noch gut dran entsinnen, dass wir da noch was zu tun hatten. Denn ich glaube, ich entsinne mich, dass wir keine Mission mehr hatten, ne? Genau, da war was. Da war was. Obwohl, doch, hier haben wir noch eine, ne? Stimmt. Da werden wir aber direkt mal hingehen. So. Da gucken wir doch mal. Hier ist wieder fleißig wieder Musik, Action im Dorf. Ich bin sehr gespannt, wie das ausartet. Nicht, dass die Nachbarn sich da beschweren wegen lauter Musik. Tja. Ach, guck mal an. Unser Freund wieder hier. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Manzi. Sushalhai. Swasar. Wana. Udan. Daguach. Tam. Malshazar. Guanarch. Manu. Da. Laxewa. Na. Malshazar. Jarta. Laikwa. U. Swasar. Guan. Urus. Salwaya. Malshazar. Schwestern des Feuers. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Okay. Wir sollen also die Schwestern töten. Ich lasse mich da sehr überraschen. Der Fluch der zwei Schwestern. Übrigens ein guter Film. Für alle, die Horrorfilme mögen, kann ich nur wärmstens empfehlen. So, wo haben wir denn die Mission? Ach, um Gottes Willen, da unten. Kann ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Der Fluch der zwei Schwestern ist ein sehr, sehr geiler Horrorfilm. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal, ja, zu Gemüte führen, falls ihr da mal Zeit habt. Und wie gesagt, euer Genre ist so Horror oder sowas. Kann ich wärmstens empfehlen. So, da wären wir auch schon. Mein Gott, das geht ja flott mit den Ladezeiten bei Far Cry. Ich bin begeistert. Ich habe mich schon gewundert, warum er so langsam geht. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich ein bisschen verwöhnt bin wegen Doom. So, dann gucken wir doch mal. Habe ich denn... Wie war denn hier das nochmal mit dem Waffenrad? Genau. Ah ja, Bienenschwamm können wir auch herstellen. Ja, das passt alles. Bienenschwamm nehme ich mal mit. Und hier wechsle ich auf Speer und... Genau, Bogen. So, was haben wir hier? Südstein, nehmen wir mit. Ah ja, Tasche ist bereits voll. Ist ja nichts Neues. Ist ja. Das ist ja auch keine großen Taschen. Taschen sich baut, da ist irgendwas. Was ist denn da? Ach ja, ein Wildschwein. Sehr schön. Ja, ja. Ach komm. Du willst mich da jetzt nicht angreifen, oder? Survival!
So, lass das. Alter, wie viele Schweine hier rumlaufen. Ist ja wie bei der SPD-Feier. So. Entschuldigung. Aua, Entschuldigung. Alter, hua. Survival. 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 Alter. Ich ruf meinen Kollegen. Geh weg. Survival. Survival. Hallo. Hallo, ich sehe nichts. Ich sehe... Alter, warte ab, warte ab. So, Moment, 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 Moment. Der kriegt jetzt alles, was er braucht. Wo ist er hin? Ah, jetzt verpisst er sich oder was? Alter, was ein Drecks, was eine Dreckskatze. Ich glaub's ja wohl. Drecksfeige Mistsaukatze. Ich glaub's ja wohl. Erst hier die Welle machen und dann rufe ich meinen Bären, weißt du, meinen großen Bruder und dann verpisst er sich einfach. Was, wer, wo? Ich glaub's ja wohl. Ich glaube, gerne mal ein bisschen essen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen kränklich wirke, aber das liegt daran an der Allergie. An der Allergie. Allergie. So. So, Südstein nehmen wir nochmal mit, obwohl die Tasche eigentlich voll ist. Ich bin so hohl. Das gibt's gar nicht. Warum sammle ich das eigentlich ein, obwohl ich weiß, dass die Tasche voll ist? So. Warte mal hier. Haben wir hier Schwestern des Feuers. Mhm. Aha, Sonnenläufer-Trophäen brauchen wir jetzt. Sollte ich ihn nicht vielleicht doch lieber wegschicken? Ich glaube, ich schicke ihn mal weg. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alleine gut meistern können. Deswegen werde ich hier mal ein bisschen Alderholz mitnehmen. Wenn unsere Tasche nicht wieder voll wäre. Vielleicht sollten wir mal unseren... Ah, guck mal da oben. Ah, ja. Ich glaube, ich werde mal unseren Adler rufen. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja dann ein bisschen die Aussicht genießen. So, ist der schon mal weg. Hui. So. Wo waren die? Ah, die anderen waren da oben, ne? So, töte die Icilias Schwestern und durchsuche ihre Leichen, um da zu rächen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich muss mal gucken, wer die Schwestern sind. Die geilen Schwestern. Die geilen Ah, da ist eine Schwester. Die hat so ein komisches Symbol auf ihren Kopf. Ich vermute mal... Alter, voll die Ingolenzenkamera hier wieder. Das ist ein bisschen blöd, dass die jetzt zusammenstehen, weil ich probiere mal was. Warte mal. Ah, warte. War zu nah dran. Vielleicht so. Ja, die eine kommt hin. Das ist schon mal sehr gut. Komm ein bisschen näher, komm. Ah, Mist, die kommen beide. Das ist ein bisschen blöd. Hm. Aber ich könnte der da Dingen ja nicht... Mist, ich kann den nicht töten, dann sieht die andere das. Oder? Die hat es nicht mitbekommen, ne? Gott sei Dank. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich muss irgendwie... Ich glaube, da oben ist noch irgendwie so ein Tierchen. Okay, hier sind... Aua, ah, entschuldigt bitte, mir juckt die Nase. Okay, die sieht mich. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Nein! Ach komm! Aff! Hätte ich mal den Speer von vorne reingeworfen, ey, verdammt. Ciao! Aber qualitativ ist es heute schon einigermaßen angenehm, ne? Kann man... Waren nur Gegner in der Nähe, wurden gerufen. Was? Scheiße, fuck. Das ist natürlich blöd für uns. Da werden wahrscheinlich gepanzerte Gegner auch kommen, vermute ich mal.
Ah, guck mal, da hinten läuft auch jemand. So, jetzt mal gucken. Da ist noch jemand, ein Kandidat. Dürfte aber nicht allzu schwer werden. Da ist auch noch jemand. Ich verstecke mich im Busch, meine Freunde. Freude von heute. Ah, ich sitze irgendwie heute nicht so richtig. Ich weiß nicht warum. Sollte ich mal einen Schritt nach hinten machen mit dem Stühlchen? So, der ist schon mal weg. Wo ist der andere Kandidat? Ah, da oben steht noch jemand. Da ist auch noch jemand. Ich treffe ihn bestimmt nicht, pass auf. Oh, doch, der hat gesessen. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die weiß doch nicht, wo ich bin, oder? Die weiß doch nie im Leben, wo ich bin. Woher will die wissen, woher der Fall kam? Wenn die jetzt weiß, wo ich bin, dann ist es lachhaft. Ganz ehrlich. Wenn die weiß, wo ich... So, der ist schon mal weg. So, ist auch schon mal weg. So, da waren es nur noch vier, glaube ich. So. Ah, guck mal. Der Bombenbaron kommt auch. Da müssen wir mal gucken, dass bei denen auch erledigt. Was? Da kommen noch mehr. Hö, wo kommen die auf einmal alle her? Da ist irgendwo ein Nest, glaube ich. Das gibt's gar nicht. Ich komme überhaupt nicht aus dem. Oh shit, 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 shit. Komm bis näher. Komm bis näher. Komm bis näher. Aua, Alter! Was? Aua, lass das! Lass das! Okay, wer nicht hören will, muss fühlen. Also. Bam! Voll aus dem Bild gehauen. So. Ja, die schmeißen natürlich wieder mit Bomben, ist klar, damit sie mich anzünden. Lass das, habe ich dir gesagt. Hör auf! Habe dir gesagt, hör auf damit! Tacker stark, Tacker große Keule. Okay, es klingt ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so sage. Hier war doch gerade noch einer, oder? Oder hat er sich selbst in Brand gesteckt? Oh, warte mal. Nee, da will ich aber gerne... Nee, will ich nicht unbedingt hier... Warte mal. Ciao, ich bin weg. Da könnt ihr euch ein bisschen rumplagen mit dem Säbelzahntiger. Während ich versuche, hier die Leichen zu plündern, ein wenig. Mal gucken, ob ich von denen was kriege, irgendwie. So. Lalalala. Flexi, Watch Dogs 2 wird geil. Und der neue Held gefällt mir gut. Der gefällt mir auch gut, ja, das stimmt. Ob Watch Dogs 2 geil wird, kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall sieht es sehr viel nach GTA aus. Was sie so sehr viel sich abgekupfert haben. Lassen wir uns einfach überraschen. Also holen werde ich es mir auf jeden Fall auch. Ich fand ja zudem den ersten Teil eigentlich relativ gut. Nicht so viel, wie andere gesagt hatten. Der war scheiße oder so. Aua. Sag mal. Da war ein bisschen... Naja. Eine Udam-Kette. Yay. Aua. Wer ist denn? Ach, da. Okay. Vielleicht sollte ich mal wieder so einen Bienenschwarm werfen. Ich vergesse das irgendwie immer. Gehen wir mal ein bisschen rabiater hier vorkommen. Scheiß was drauf. Ist ja nur ein kleines Dorf. Da können wir ja auch mal ein bisschen Gummi geben. Oh, da ist ein großer Gegner. Survival! Geh kaputt, habe ich dir gesagt.
So, wenn ihr Armand, so. Entkommen aus dem Gebiet wahrscheinlich. Schwester des Feuers. Haben wir erledigt, das heißt, wir verschwinden mal ganz ratzefatz und fix mal eben hier. So. Nehmen wir auch mit. Okay, da möchte ich ungern runtergehen. Wo war denn hier? War doch ein Weg, ne? Vor allen Dingen hier einen Weg finden, ist klar. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Dorf, ne? Kann das sein? Wir müssen ja, glaube ich, die Mission abgeben, ne? Ja. Der Denker hat für uns auch eine Mission. Da reisen wir doch mal schnell wieder zurück ins Dörfchen und geben mal eben schnell die Mission ab. So. Und dann schauen wir mal. So, da wären wir auch schon. So, dann geben wir mal die Mission ab. Bei da. Da, da, da. Da, da, da. Da ist er schon. Der da. Oh, guck mal, Fleisch. Nehmen wir mit. Hat er wohl uns wahrscheinlich gepökelt. Da. Ball. Ja. Dann. Haiwa ul balar. Nu ul guanta. Tabal Malchasar Mubalasar Kapalpur Guardu Martipar Takar U Da. Nein. Nein. Ruhe in Frieden. Schlau, Dragwash. Tja, dann war's das wohl mit da. Aber er wollte es ja so. Nun gut. Gehen wir mal weiter und schauen mal, was unser Denker für eine Mission für... Alter, boah, ist das hell hier gerade. Gar nicht mehr so gewohnt. Wenn man so eine gewisse Woche mal wieder arbeiten war und so, dann mal wieder... Kommt man so ein bisschen raus. Ach, hier wieder unser... Ah je. Der so durch ist, der Kollege. Worki Winja Kwayauga, Samapai Cha Daf Mass, huh? Ohne Scheiß, der Kerl, er ist so durch. So, hat er jetzt auch eine Hütte, die wir bauen müssen, oder was? Dem müssen wir bestimmt auch eine Hütte bauen, oder? Oder irre ich mich da? Was? Rede mit mir! Huch, hallo? Ah, wie schön. Wir gehen hier wahrscheinlich jeden Morgen duschen. Kann ich denn keine Hütte bauen? Ja gut, dann nicht. Da unten müssen wir jetzt hin, müssen wir mal gucken, dass wir da mal hinkommen. Ich geh jetzt einfach mal hier. Was? Uguam! Winza! Guarishamas!
Marwa. Cóż długi starsza. Masi dam szabala. Nati hajka błaszta, Sajla. Salwa Urus. Winja Nashman Waida. Takar. Nashman Dwayash. Shaja. Mas Guarbiti. Wash. Tipal Shayu. Winja Yoga. Takar. Guarbati. Takar. Guarbati. Takar. Uhar. Nu. Die Breiash Schwarza. Land von Urus erobert. Was? Bitte was? Ne. Ne. Was? Ne. Nee. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nee. Was? Das kam jetzt so unerwartet. Wir sind durch. Das war die Story von Far Cry. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total... Das kam jetzt so unerwartet. Das kam jetzt so unerwartet und plötzlich, damit ich habe jetzt gedacht, ja mein Gott, das werden es wahrscheinlich noch. Weil wir waren ja so bei. Wir waren ja so circa bei, so circa 38%. Da hatte ich mir schon. Habe ich mir schon gedacht, da wird noch circa ein bisschen was kommen. Also noch auch so finale Kämpfe. Aber da war ja gerade mal zwei Bosskämpfe. Ja, und jetzt hat zum Schluss, da war ja nur eine Zwischensequenz mit dem Typen und der hat sich ja quasi ja selbst erledigt. Und, aber ne, ne, das kam jetzt so überraschend, ich habe gedacht, mein Gott, ja gut, wir haben natürlich noch viele Nebenquests und alles, die man noch in Anführungsstrichen, sage ich mal, machen kann, machen möchte oder soll. Ich wollte noch kurz auf die Frage antworten von Crocodiles, nein, ich habe keinen neuen Nicknamen, ich hatte den, das ist mein Privataccount, womit ich immer Let's Plays aufnehme, damit ich so ein bisschen meine Ruhe habe und keine Party-Einladung kriege, etc. pp. und so, deswegen, wieso, hast wohl nur 3 Stunden gezockt? Nee, wieso, nee, nein, ich habe keine 3 Stunden gezockt, nein. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Was stand am Anfang? 24 Stunden? 24 Stunden und ein paar zerquetschte. Ich denke mal so, ja, jetzt haben wir... Das ist eine Folge, ist das jetzt? Also, ne, das kam jetzt so überraschend. Also, ich habe 24 Stunden, glaube ich, jetzt gespielt circa. Aber das kam echt... Also, wie gesagt, ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass wir jetzt vielleicht von der Story her noch ein paar Sachen noch sehen, dass dann vielleicht noch ein bisschen was kommt, aber... Ne. Ne, das kam so überraschend. Jetzt ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total geflasht. Ja, was bleibt mir eigentlich abschließend zu sagen zu dem Titel? Ich bin einerseits finde ich es ein recht interessantes Spiel, weil es macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Steinzeitgedöns, so mit den Tierwelt und so. Weil hier bei diesem Far Cry-Teil, bei dem anderen war es ja immer so gewesen, da war immer viel Ballerei und da lag immer der Hauptaspekt so mit krumme Geschäfte und auf der Insel und man wird da gefangen genommen oder sonst irgendwas. Und bei dem Teil jetzt hier von Far Cry lag es halt daran, war der Hauptaspekt, fand ich, meiner Meinung nach, wie gesagt, ist meine Meinung nach, ne, waren es die Tiere, also so die Tierwelt war sehr im Mittelpunkt. Und halt so dieses ganze Steinzeitgedöns. Und was mir sehr gut gefallen hat, wie gesagt, war das mit den Tieren halt auch, mit den Mammuts und wie die so sich verhalten haben und alles. Und auch so die Aussicht, auch wenn viele gesagt haben, ja, das war die kopierte Karte von Far Cry 4 und bla bla bla. Trotzdem fand ich es ein sehr geiles Spiel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war echt super. Nee, ich will nie mein Geld zurück. Ich fand es ja toll. Es ist ein tolles Spiel. Und, boah, Alter, die Musik ist gerade so laut. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Nee, was ein bisschen negativ mir aufgefallen ist, ist natürlich... Klar, es ist grafisch natürlich jetzt keine Wucht, ne? Also grafisch ist es jetzt so, naja, ne? Aber okay, für das Spiel ist es okay.
Was ich mir wirklich gerne noch gewünscht hätte, wäre, das habe ich glaube ich auch im Let's Play gesagt, das war ein Wettersystem, hätte ich mir sehr, sehr gerne gewünscht, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass es eine Steinzeit damals keinen Regen gab oder keinen Blitz, Donner, Hagel, Steinschlag. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den anderen Far Cry Teilen war. Weil ich habe eigentlich bisher alle gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob gab es auch Wettersystem, weiß ich gar nicht. Aber das hat mir ein bisschen sehr gefehlt. Positiv auch noch aufgefallen ist übrigens, weil man es jetzt gerade auch hört, ich fand die Musik sehr geil, passend auch. Story ging so, naja, mittelmäßige Story. Waffen oder beziehungsweise Gameplay technisch war es jetzt auch kein Meilenstein, war okay. Also Schlussstrich kann ich ziehen. Es ist ein Spiel, man kann spielen, man muss sich aber drauf einlassen, auf dieses, wie gesagt, Steinzeit-Gedöns. Na, wenn man da gar kein Interesse hat, dann soll man definitiv die Finger von lassen. Ansonsten kann ich es jedem, der ja so Tiere gerne hat, so Tiere, Tierwelt und sowas alles und wie gesagt, hier mit den ganzen Steinzeitmenschen und so, das mal sehen möchte und so mal erleben möchte, der sollte auf jeden Fall mal zuschlagen, mal einen Blick riskieren. Ansonsten fand ich es halt, ja, mittelmäßiges Spiel. Da kann ich so ein bisschen so, ja, Fazit darüber ziehen. Da kam das doch überraschender, als ich dachte. Wir sind gerade mal eine halbe Stunde, haben wir gerade mal gespielt und schon ist das Spiel zu Ende. Ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt bleibt es eigentlich euch noch überlassen, ob ich das wirklich noch mache, in so extra Folgen so ein paar Items noch zu sammeln. Auch für dich auf YouTube, ne? Ihr seid gefragt, falls ihr da weitere Folgen sehen möchtet, wie wir da, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt eigentlich sind. Wir müssten jetzt, glaube ich, so um die 67, fast 70 sein, glaube ich, waren das jetzt insgesamt. Ja gut, natürlich würden die Folgen natürlich dann weitergehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, bitte alles sammeln, alle Nebenquests machen und so. Hui, das wird dann auch lustig, glaube ich. Und alle Tiere zähmen oder so. Das müsst ihr natürlich dann, wie gesagt, auf YouTube entscheiden. Schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Und dann werte ich das mal aus und dann mal gucken, was da kommt. Ansonsten wird das definitiv die letzte Folge sein für Far Cry. Tja, bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen. Achso, apropos, ich kann das ja jetzt nochmal hier in diesem Abspann so ein bisschen erzählen. Für die Leute, die sich fragen, warum das Spiel, na wie heißt es, Adam's Venture nicht weitergeht. Es liegt einfach daran, weil einfach die Klickzahlen, oder beziehungsweise, was heißt Klickzahlen, die Zuschauerzahlen, null waren. Bei 2, 3 Folgen sogar. Und deswegen habe ich das Let's Play jetzt auch abgebrochen, habe dann gesagt, da mache ich auch nichts mehr weiter. Das werde ich dann nur noch im Stream so spielen dann mal. Und Far Cry habe ich auch gesehen, es sind glaube ich auch 2 Folgen oder so, die keine Aufrufe haben. Warum auch immer, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist ja auch nur hobbymäßig. Mich stört es ja nicht. Wenn einer guckt, der soll gucken, wer nicht, der nicht, dann ist halt einfach so. Aber dafür, wie gesagt, bei so einem großen Titel breche ich das Let's Play einfach nicht. Aber es einfach mir sehr viel Spaß macht und halt, ich habe mich halt drauf gefreut auf diesen Titel, habe ich ja anfangs auch gesagt gehabt und wollte es ja auch durchspielen, habe ich jetzt auch getan. Und aber bei so kleinen Titeln, wenn ich so merke, kommt nicht gut an, dann ne, kann ich auch sagen, pass auf, komm, lieber im Stream dann so spielen, ohne weitere Folgen aufzunehmen. Dann machen wir das so. Mein Gott, da haben wir echt viele dran gewirkt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt gehen wir so langsam die Themen aus für den Abspann, weil ich möchte doch schon gerne den Abspann durchlaufen lassen, weil die Leute, die haben es natürlich auch verdient, hier gesehen zu werden. Als nächstes hier im Stream ist ja ganz klar, ne, für dich auf YouTube ist jetzt gleich die Folge vorbei. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder. Ich weiß ja nicht, wo du guckst. Musst du dir mal selbst überlegen. Es sind ja zig Videos schon auf dem Channel. Ich weiß gar nicht, wie viele. Findest du wahrscheinlich ein passendes Let's Play, was auch zu dir passt, wo du Spaß hast zu zugucken. Ich bin immer noch sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein wenig geflasht, was das jetzt anging mit dem Ende. Das war einfach so Schnips und Tilt. So als ob du so ein Euro in so einen Flippertisch reinwirfst, die Kugel kommt nicht raus und du tiltest erstmal den Tisch mal durchs Wackeln. Weißt du, so war das. Aber, Fällt mir irgendwie nichts. Ich weiß, ich habe echt gedacht, also da kommen jetzt. Weiß nicht, also ich denke mir mal, ich habe so gedacht, naja, gut, wir werden wahrscheinlich noch so
5 bis 6 Folgen zusammenkriegen, was Story angeht und alles, vielleicht ein paar Nebensachen noch. Gut, jetzt bin ich natürlich die Mission abgelaufen, aber da war, glaube ich, eine Mission sogar noch gewesen, die noch offen war. Hatte mich gewundert gehabt. Boah, das ist, ja. Weiß ich nicht, ich bin total, ihr habt das wahrscheinlich auch gemerkt, ich war sehr... Ne, Land von Orus haben wir jetzt eindeutig befreit. Da dürfte ja normalerweise gar keine Gegnermenge mehr sein, weil wir haben ja jetzt Land von Orus gehört uns ja. Das heißt, es dürfen ja normalerweise gar keine Gegner mehr rumlaufen, wenn wir jetzt weiterspielen sollten. Halt die Schnauze, Trommel! Entschuldigung, also ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, wenn man das jetzt so weiter, weil man kann ja weiterspielen, wie gesagt, die ganzen Nebenmissionen machen und die ganzen, Sammel-Items, also Collectibles und sowas alles, das kann man ja auch alles noch, einsammeln und collecten. Marianna Gordon, guck mal, Marianna Gordon war auch da gewesen, ich sehe es gerade. Guck mal, David Clark, Jeff Pillow, ist auch ein schöner Name, Tom Novak, Elise Bissen, Omar Bulai, okay, Gu Kun, ah ja, mein Gott, wie viele da mitarbeiten, ist ja Wahnsinn. Achso, apropos viele mitarbeiten und so, deswegen finde ich das eigentlich auch mal, das hatte ich letztens auch, glaube ich, mit Leuten, ich glaube in einer Party, glaube mit dem Villager-Jong, mit dem Jerome hatte ich, glaube ich, drüber gequatscht und mit dem Hardstyler, dass ich es ein bisschen, da hatten wir uns die Weltpremiere von Watch Dogs 2 angeguckt und vielleicht für die Leute, die es auch verfolgt haben, den Livestream, da konnte man auch sehen, wie viele Leute da wirklich dran arbeiten und wie intensiv, ne, das ist. Sie sitzen wirklich im Büro tagtäglich, bauen da am Rechner stundenlang ihre Maps, ihre Texturen und schreiben Skripts und hast du nicht gesehen. Und deswegen finde ich es echt schade, wenn Leute sagen, die kaufen sich ein Spiel, sag ich mal, für 60, 70 Euro und sagen dann, nee, scheiße, spiele ich nicht, Kackgrafik. Alter, da haben Leute, da sind Milliardenprojekte oder Millionenprojekte. Da arbeiten Leute dran, die gehen 8 Stunden zur Arbeit dahin, setzen sich 8 Stunden vor dem Rechner, damit wir unseren Spaß haben. Und dann finde ich das echt schade, wenn man da sowas sagt. Es gibt ja heute nur noch, also finde ich, ist mal wieder ein Thema, das hatte ich, glaube ich, im Far Cry Let's Play schon. Es gibt heutzutage nur noch, bei Spielen ist es so, entweder gibt es nur noch total das Hype-Game, was dann auch super mega klasse ist, oder total das Drecks-Game. Dazwischen gibt es nicht mehr. Warum, weiß ich nicht, finde ich schade, weil es gibt auch gute Spiele, es muss nicht immer die Grafik sein, die, boah, wow, muss es nicht, ist... Es muss meiner Meinung nach, also für, wie gesagt, meine Meinung, ne? Nicht jetzt wieder irgendwie YouTube-Kommentare, ja, den gucke ich nicht mehr, D-Abo und so. Dann ist es so. Nein, aber meiner Meinung nach muss zum Beispiel hier Far Cry ist kein Welttitel. Also hier Far Cry Primal ist kein, wow, hübsche Grafik, hübsche, sag ich mal, GTA-Grafik, hübsche Uncharted 4-Grafik. Es ist ein Spiel, es ist da, es wird gespielt. So. Zwischendurch hast du auch mal was gehört, wie es rauskam. Boah, nee, Kack-Game, aber trotzdem spielen es Leute. Es ist so immer so die Klappe immer aufreißen. Naja, aber im Endeffekt gibt es halt eine Masse, die es halt spielt. Deswegen finde ich schade, dass halt nur die Klappe aufreißen, immer nur sagen, huch, die immer nur sagen, scheiße? Gut. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen. Klar gibt es natürlich auch richtige Kack-Games, möchte ich nicht abstreiten. Ne? Also wo dann wirklich, sag ich mal, keine Ahnung, du hast dir Bilder angeguckt, du hast dir Videos angeguckt, bist vielleicht total gehypt oder sonst irgendwas und dann kaust es und dann ist es da wirklich irgendwie. Aber das sind meistens dann aber auch kleinere Games. Und also wenn man doch Spaß am Spiel hat, dann spiel's. Ne? Aber dann rege ich mich nicht auf über die Grafik oder sonst was, ne? Gut, das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel habe, ist bei Just Cause ist mir aufgefallen. Ich habe mir jetzt Just Cause zugelegt. Als Download-Titel. Just Cause hat sehr, sehr starke Framerate-Einbrüche und das macht den Spielspaß ein bisschen zu neige. Ich weiß nicht, woran es liegt, da muss ich noch mal ein bisschen schauen. Müssen wir mal gucken. Boah, jetzt habe ich aber lange genug gequatscht. Wir sind schon weiter in die Themen ausgegangen, obwohl jetzt zum Schluss kam...
Na, das sieht doch tatsächlich nach dem zweiten Teil aus. Naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wo war ich stehen geblieben? Nee, sind schon beinahe die... Die Venya sind sicher, aber Orus ruft nach mir. Ja, wo bin ich denn hier? Ich, jetzt gehe ich erstmal ins Stargate-Portal und schwupps bin ich in der Gegenwart. Boah, geil, dass das hier endet. Voll mega. Ja, ich weiß gar nicht, was ich bin immer noch total irgendwie total geflasht. Ich, ja, das war's mit... Alter, was ist das denn für ein Wegpunkt? Tja, das war's mit Far Cry Primal. Ich, ja, hier ist auch keine Mission mehr. Hier sind nur noch die Häuser, die man noch bauen kann, die Hütten. Die zwei. Und dann geht's eigentlich nur noch ans Jagen und alles. Tja, ich weiß gar nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe alles gesagt für YouTube. Ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich bei YouTube aus dieser Folge mit diesem schönen, ehrlichen Ausblick. Und, ja, wir sehen uns dann eventuell, wie gesagt, demnächst wieder bei vielleicht Far Cry, dann den kleinsten Collectibles-Kram oder halt in einem anderen Video. Ja, macht's gut. Tschüss.